Hetze, Drohbriefe und Angriffe auf der Straße. Das ist nur eine kleine Auswahl an erfassten Straftaten, denen viele MuslimInnen ausgesetzt sind. Antimuslimischer Rassismus trifft aber nicht nur Einzelschicksale, sondern ist vor allem ein strukturelles Problem. Spätestens seit dem verheerenden Anschlag in Hanau im Februar 2020, bei dem 9 Menschen getötet wurden, ist das klar. Und genau über diesen antimuslimischen Rassismus und was jeder Einzelne dagegen tun kann, spreche ich jetzt mit Sabrina Rahimi. Sie ist Sozialarbeiterin und rassismuskritische Trainerin. Guten Tag, Frau Rahimi. Hallo. Vielleicht können Sie zu Beginn noch einmal für unsere Zuschauenden erklären, was versteht man denn eigentlich unter antimuslimischem Rassismus? Bei antimuslimischem Rassismus geht es darum, dass Menschen, die als muslimisch gehalten werden oder auch sind, ausgegrenzt werden. Aufgrund ihrer Religion und meistens auch nicht aufgrund nur ihrer Religion, sondern der Begriff nennt sich Mehrfachdiskriminierung. Also muslimische Menschen und die so gelesen werden, werden dann vielleicht aufgrund ihrer Hautfarbe und ihrer Religion strukturell und individuell ausgegrenzt. Das äußert sich im Arbeitsleben, auf dem Wohnungsmarkt. Werden MuslimInnen oder die so gehalten werden, weil sie einen arabischen Nachnamen haben zum Beispiel, bekommen keine Wohnung. Und das ist eine Ausgrenzungs- und eine Diskriminierungsform, gerichtet an die Gruppe von Menschen, denen bestimmte Eigenschaften zugeschrieben werden, wie zum Beispiel, dass sie terroristisch sind, dass sie Frauen mit Kopftuch unterdrückt sind, gleichzeitig aber auch schwanger werden, weil sie Deutschland erobern wollen durch ihre Kinder. Also es sind abwertende Eigenschaften, werden dieser Gruppe zugeschrieben und damit dann auch ausgegrenzt. Wie genau sieht Ihre Arbeit denn aus? Was macht eine rassismuskritische Trainerin? Ja, die rassismuskritische Trainerin und auch ich bin in dem Auftrag unterwegs, Menschen, die nicht von antimuslimischem Rassismus betroffen sind, darüber zu sensibilisieren, also aufzuzeigen, wie rassistisch sozialisiert die Gesellschaft ist durch bestimmte Bilder über den Islam zum Beispiel und dass da ganz bestimmte Projektionsketten im Kopf starten, wenn man eine Person sieht, die man denkt, sie sei muslimisch oder eine Frau mit Kopftuch sieht, dass man gleich anfängt, die Wissensbestände, die man gelernt hat durch Medien, durch die Politik, durch verschiedene Bereiche, die man einfach so mitläuft, unbewusst aufnimmt, dass man die dann, also diese Vorurteile aufruft und dann dieser Person überstülpt und auch die Definitionsmacht darüber hat, die Deutungshoheit hat darüber und behauptet, das ist eine Muslima mit Kopftuch, die kann ja nur unterdrückt sein. Das ist ein muslimischer Mann mit einem längeren Bart oder hat einen arabischen Namen. Das sind für mich Terroristen, die bekommen die Wohnung zum Beispiel nicht. Und da sensibilisiere ich. Was kann denn jeder Einzelne in seinem Alltag gegen antimuslimischen Rassismus tun, wenn man selbst vielleicht auch gar nicht direkt betroffen ist? Ja, sich fortbilden auf jeden Fall. Gerade wenn wir von institutionellen, strukturellen Rassismus sprechen, also Menschen, die zur Arbeit gehen, bei Behörden arbeiten, aber auch egal eigentlich wo, in allen Bereichen äußert sich antimuslimischer Rassismus. Da nochmal zu recherchieren, nicht alles glauben, wenn es gerade in den Zeitungen, gerade nach einem Anschlag durch Extremisten, durch Islamisten, einen Anschlag gab, dort nochmal zu schauen, okay, was macht das gerade mit mir? Fange ich jetzt vielleicht an, auch andere Menschen deswegen zu pauschalisieren und müsste ich da jetzt nochmal meine Vorurteile reflektieren und die stoppen und diese Projektionskette, von der ich gerade gesprochen habe, die kurz zu durchbrechen. Das kann jeder Mensch individuell für sich tun und dann natürlich nochmal sich Wissen holen, mit Experten darüber sprechen, im Internet nochmal recherchieren, wie kann ich schaffen, bestimmte Bilder im Kopf aufzubrechen und eine andere Haltung für mich zu entwickeln. Und auf struktureller Ebene ist es natürlich ganz wichtig, dort bei Behörden, bei der Polizei Fortbildungen und Aufklärungsarbeit zu betreiben, was ich tue. Was fordern Sie denn da vielleicht auch ganz konkret von der Politik, um eben dieses strukturelle Problem Rassismus anzugehen? Genau, also ganz wichtig ist für die Musliminnen und die so gelesen werden und Rassismus, antimuslimischen Rassismus erleben,
Anlaufstellen einzurichten, Beschwerdestellen, damit diese sich auch beschweren können, ernst genommen werden. Also das ist ganz wichtig, aus der betroffenen Perspektive das ernst zu nehmen, dass es antimuslimischen Rassismus in der Gesellschaft gibt und dagegen anzugehen. Und ich erwarte von der Politik auf jeden Fall noch viel, viel mehr an finanzielle Unterstützung für die Stellen, die bereits dagegen kämpfen und Aufklärungsarbeit leisten. Und dann eben, wie gesagt, Betroffene viel mehr zu unterstützen, ernst zu nehmen und Gelder zur Verfügung zu stellen, damit Behörden aufgeklärt und sensibilisiert werden können. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.